War das heute wieder spannend am US-Feiertag. Es hat sich so wenig getan, dass man eigentlich nichts berichten kann. Okay, das Einzige vielleicht, das OPEC-Plus-Treffen ist ergebnislos ausgesetzt worden, verschoben worden, keine Ahnung. Jedenfalls hat man da keine Einigung erzielt. Aber sonst am Unabhängigkeitstag der Amerikaner hat sich mal wieder gezeigt, dass die Europäer irgendwie nicht wirklich in der Lage sind, einen eigenen Handel auf die Beine zu bringen. Praktisch keine Nachrichten, praktisch keine News. Deswegen jetzt mal ein Video in eigener Sache. Und zwar wissen Sie ja vielleicht, dass ich morgens ein Video mache, abends ein Video mache, zweimal börsentäglich, in denen ich versuche, über die Dinge zu berichten, über das, was die Welt der Finanzen im Innersten zusammenhält. Ich beschreibe da vorwiegend ein Casino. Da gibt es viele Kommentatoren, die sagen, der Fugmann hält mich davon ab, im Casino mitzuspielen. Nein, ich beschreibe ein Casino. Ich kritisiere dieses Casino, ich analysiere dieses Casino. Welche Schlüsse man daraus zieht, ist jedem selbst überlassen. Ich hindere niemand daran, Long-Positionen einzugehen, in diesem Casino mitzuspielen. Ich beschreibe es einfach nur und zeige seine Absurditäten. Das ist teilweise leider etwas missverstanden. Aber so oder so, wenn man zweimal täglich solche Formate macht, dann ist da natürlich viel Tagesgeschehen mit dabei. Ich versuche von diesem Tagesgeschehen ein bisschen auf das große Ganze zu abstrahieren. Eben das, was die Welt im Innersten zusammenhält, um mal Goethe hier wieder zu zitieren. Aber es ist dennoch Tagesgeschäft. Jetzt aber gibt es bald ein neues Format, nämlich schon am kommenden Donnerstag, wo man mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen kann, wo man sich ein Thema vornimmt und dann das vielleicht mal ein bisschen beleuchtet. Historisch unter verschiedenen Aspekten versucht, die Dimensionen eines solchen Themas zu zeigen. Und dieses neue Format, das heißt Boom und Bust, also der Boom und dann der Knall. Und man hatte das Gefühl, wir sind jetzt in einem Boom, aber so weit ist vielleicht der Bust nicht entfernt, nachdem letztendlich die ganze Welt nur noch nach der Musik der Notenbanken tanzt. Aber wehe, wenn da mal der Glaube an die Notenbanken verloren geht. Und dieser junge Mann, den Sie neben mir sehen, das ist Roland Ulrich, Ex-Banker, Börsenexperte für Börsenpsychologie. Und mit dem zusammen mache ich dieses Format. Es startet am Donnerstag um 18.30 Uhr. Und da geht es, hier sehen Sie nochmal den Roland, der hat als Investmentbanker gearbeitet, der kennt also sozusagen die Maschinerien von innen. Und ich freue mich schon auf die Auseinandersetzung mit ihm, die Konfrontation mit ihm, den Gedankenaustausch mit ihm. Das könnte interessant werden, auch für Sie, wenn da solche Silberrücken in Anführungszeichen, solche Boomer fast schon aufeinandertreffen. Der Roland ist Boomer noch oder gehört offiziell zur Boomer-Generation, ich nicht mehr. Gell, ich bin ja noch total jung. Jedenfalls wird das sicherlich eine interessante Auseinandersetzung und unser Thema kann durchaus mal konfrontativ diskutiert werden. Hier sehen Sie, wie der Roland, Ulrich und ich vor der EZB stehen und uns da behaken, ein bisschen uns bearbeiten. Das wollen wir dann jedes Mal auch in diesem Format tun, indem wir verschiedene Aspekte nicht nur beleuchten, sondern auch durchaus mal ein bisschen punchen, ein bisschen uns freundschaftlich auf die Nase boxen. Und da kommt hoffentlich so ein bisschen Esprit, so ein bisschen Spannung, so ein bisschen Unterhaltung, so ein bisschen Entertainment, Finanzentertainment hoffentlich. Das wäre sozusagen das, was wir in diesem Format anstreben. Und das Thema der ersten Folge, das Inflationsgespenst ist zurück. Ja, ist es nur ein Gespenst oder ist das Realität? Diese Frage bewegt ja derzeit die Finanzmärkte, die Fed und andere Notenbanken haben es geschafft, die Märkte davon zu überzeugen, das ist nur ein Gespenst, das ist transitory, das geht dann wieder vorbei und alles geht so weiter wie bisher. Das Risiko für die Märkte ist eben, dass es nicht so ist. Wir wollen in der Sendung, die am Donnerstag kommt, wollen wir hier mal nicht nur die Argumente austauschen, was für eine dauerhafte Inflation spricht oder gegen eine dauerhafte Inflation, sondern wir wollen das Ganze auch mal ein bisschen historisch beleuchten. Die Deutschen haben ja eine Urangst geradezu vor dieser Inflation. Wir haben eine Hyperinflation erlebt, die Weimar Inflation, wie die Angelsachsen dazu sagen. Aber da ist sehr, sehr Interessantes passiert, nämlich in dieser deutschen Inflation, wie sie auch heißt. Das wollen wir thematisieren. Wir wollen das Ganze ein bisschen zunächst mal historisch aufrollen und dann die verschiedenen Dimensionen zeigen und gucken, was man alles entdecken kann in diesem Bereich. Das Inflationsgespenst, da ist es um 18.30 Uhr am 8. Juli, also am kommenden Donnerstag, und zwar live. Ich habe
schon ein bisschen Lampenfieber, muss ich zugeben, weil normalerweise spreche ich auch solche Videos live rein. Also ich bereite mich vor, gute Stunde, eineinhalb Stunden, jeden Morgen oder jeden Abend stelle ich das zusammen, wo ich denke oder von dem ich denke, das ist so ein bisschen das Wichtigste, das Zentrale, und dann versuche ich einen Erzählleitfaden zu kreieren im Mental, und dann stelle ich mich vor die Kamera, mache die Kamera an, spreche, wie mir praktisch der Schnabel gewachsen ist. Und das war's dann. Dann lade ich das Ganze rauf und hoffe, dass ich mich nicht zu oft verspreche. Nur wenn es mal ganz dumm läuft, dann breche ich eine Aufnahme ab und sage, oh nee, das muss ich jetzt nochmal machen, das war zu schlecht. Aber das kommt relativ selten vor, weil man einfach dann irgendwann eine gewisse Routine hat. Aber so eine Live-Veranstaltung, da kann technisch viel durcheinander gehen. Da haben wir jemanden, der Regie führt, der sitzt in Frankfurt. Der blendet dann mal den Roland ein, mal mich, dann Grafiken etc. Also da bin ich gespannt, was da passiert. Das wird sicherlich nicht ohne. Wo kann man das sehen? Auf dem YouTube-Kanal von finanzmarktwelt.de. Da werden wir einen Livestream machen. Und natürlich bleibt das dann auf diesem Kanal. Das heißt, Sie können, wenn Sie den YouTube-Kanal von Finanzmarktwelt aufrufen, dieses Video auch noch nach Monaten sehen. Lohnt sich vielleicht, hoffe ich, weil eben dieses Thema sehr, sehr wichtig ist und verschiedene Aspekte beleuchtet werden, die vielleicht sonst nicht beleuchtet werden, auch in der historischen Dimension. Und natürlich wird das Ganze auch bei finanzmarktwelt.de dann abrufbar sein, aber vorwiegend eben auf dem YouTube-Kanal. Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Ich hoffe, Sie sind da mit uns und führen sich das mal zu Gemüte. Klar, es ist jetzt Sommerzeit, viele sind im Urlaub, aber es ist etwas, was wahrscheinlich dauerhaft das große Thema bleiben wird. Inflation vorübergehend, ja, nein. Welche Konsequenzen hätte das, wenn es denn nicht vorübergehend ist? Was sollte man vielleicht jetzt tun? In welche Assetklassen sollte man investieren, wenn diese Inflation dauerhaft ist? All diese Aspekte werden wir beleuchten, werden gucken, wohin uns all das führen wird. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend. Unter das Video packe ich den Link zu dem Trailer, wo Sie sich das nochmal kurz anschauen können, was wir da eigentlich vorhaben, wer da beteiligt ist, warum, wieso, weshalb und so weiter und so fort. Jetzt einen wunderbaren Feierabend. Servus und ciao.